Ja, hallo YouTube. Herzlich willkommen zu einer neuen Laber-Review. Es ist der 2. April und ihr kennt sie garantiert schon aus ein paar meiner Videos. Stellt sich nochmal vor. Hi, ich bin die Isa. Und wir kommen gerade aus Jack and the Giants in 3D. Ja, erstmal Inhalt oder... Oh Mann. Mir fehlen irgendwie die Worte. Warum versuchst du nicht, so Teile der Handlung, also die grobe Handlung zusammenzufassen? Ja, die grobe Handlung ist, ein Bauernjunge findet, oder ihm wird Zauberbohnen angeboten. Und durch einen Unfall erweckt er diese Bohnen zum Leben, eine davon. Und eine riesige Ranke geht zum Himmel auf und öffnet das Tor zu einer Welt voller Riesen. Ja, genau. Und dann ist da noch eine Prinzessin, die er retten muss. Ja. Und da gibt es noch einen Bösewicht, der auf der es auf die Krone abgesehen hat. Und ja, das ist es eigentlich. Also im Prinzip, ich weiß nicht, wo ich anfangen soll mit diesem dummen... Film. Und ich weiß nicht, ob er dumm gut oder dumm schlecht ist. Weiß nicht. Wenn man jetzt mal rückblickend diesen Film, wann hast du zum ersten Mal von dem Film was gehört? Ja, das, das war in der Werbung. In welcher Werbung? In einer Fernsehwerbung. Oh, also noch gar nicht so lange her? Gar nicht so lange, nee, ein paar Wochen. Das Ding ist, der erste Trailer, glaube ich, habe ich Ende 2011 gesehen. Das Ding ist, der lag tierisch lange, ich will nicht sagen auf der Reservebank, der wurde ganz schlimm verschoben. Was mit damit zusammenhing, das sind dieselben Produktionsfirmen teilweise wie beim Hobbit. Und der hätte ursprünglich irgendwann Richtung Winter 2012 laufen sollen. Irgendwo in der Richtung oder Herbst. Und dann wurde er durch den Hobbit weiter nach hinten verschoben, auf jetzt. Oder ja, in den USA lief er ja im März. Und das entschuldigt so ein bisschen teilweise die Tricktechnik, zu der ich noch kommen möchte. Das Ding ist, nicht nur wurde der weiter nach hinten verschoben, der Titel hat sich mehrfach geändert. Der erste Trailer heißt noch Jack the Giant Killer. Da heißt es Jack the Giant Killer. Dann hieß es plötzlich irgendwann Jack the Giant Slayer. Tatsächlich heißt der Soundtrack so. Und jetzt ist es Jack and the Giants. Aber wenn man die Soundtrack-CD kauft, heißt es trotzdem Jack the Giant Slayer. Und ich kann verstehen, warum sie es geändert haben, weil Jack tötet nicht wirklich... Es glauben nicht wirklich viele Riesen dran im Film. 3, 4? Grob? Ja. Das müsste ungefähr hinkommen. Nee, am Schluss sterben die durch diese Pfeile? Durch diese Riesenpfeile? Ich weiß, okay, sterben vielleicht ein paar mehr, aber Jack selbst tötet nicht viele Riesen. Deshalb, ja, ich kann es verstehen, warum sie es dann geändert haben. Ich weiß echt nicht, was ich sagen soll. Ja. Ich glaube, am hilfreichsten wäre es, wenn wir den Film von Anfang bis Ende versuchen durchzugehen. Also ungefähr. Wie fing mit dieser Hintergrundgeschichte? Wo ihm die Geschichte erzählt wird. Jack wird von seinem Vater die Geschichte vorgelesen von den Riesen. Und ich dachte gleich Hellboy 2. Das ist eine Unverschämtheit. Dann wandelt sich das in dieses Computerzeugs um. Und dann wird das quasi... Die sollen so Holzpuppen sein, glaube ich, weil er ja auch mit diesen kleinen Puppen spielt. Und dann ist das die Geschichte mit den Riesen und der Bohnenranke, wie sie vorher runterkamen und die Mönche haben sie verjagt oder gerufen, ich weiß es nicht. Und das ist, teilweise sind es dieselben Einstellungen wie in Hellboy 2, und wo sie sowas auch mit diesen Puppen sieht und dem Elfenkönig. Teilweise ähnliche Wortwahl. Es geht um eine magische Krone. Wow, was ganz Neues. Es ist wieder eine Krone, genau wie in Hellboy 2. Und dann sieht diese Grafik aus wie aus einem Computerspiel von 2003. Wie aus einer Cutscene aus, das sah aus wie die Cutscene-Grafik von, wie heißt das? 19,
Anno 1503. Das könnte aus einem... Das hätte eigentlich so die Textur eines Barbie-Films. Und das wurde wenigstens besser, aber... Dann haben sie mich gleich damit genervt, wie dann parallel zu Jack wird der Prinzessin im Schloss, die Isabel heißt, wird der Prinzessin im Schloss dieselbe Geschichte vorgelesen und die schneiden immer wieder hin und zurück und sie vervollständigen die Sätze von einem anderen. Oh, das machen sie noch öfter im Film, bis es nervt. Okay, die Prinzessin ist, will Abenteuerleben unabhängig sein, von ihrer Mutter wird es befürwortet, der Vater unterbindet das. Ja. Ich nie vorher gesehen. Ich dachte die ganze Zeit, ist der Vater Ian McShane? Das ist der Blackbeard aus Fluchtkarriere 4. Und er war's. Aber er war so, er sah so anders aus. Und auch noch lustig, ich weiß nicht, ob du Snow White and the Huntsman gesehen hattest. Das ist teilweise derselbe Cast. Nämlich Ian McShane und der Eddie Marson, der sich später hinter dem Baum versteckt und dann wupp. Die sind beide Zwerge in dem Film. Und wie geht's weiter? Versuch du, wie... Ach ja. Das mit dem Bohnen kommt dann, wie er das Pferd verkauft. Von dem... Nee, der Pferd kauft von dem Mönchsabel. Die Mönch heißt Abel. Und dann wird er von... Wie heißt denn nochmal der... Nee, also der Bösewicht heißt nicht Kain. Aber... Das kann doch nicht wahr sein. Und dann kommt, ja, dann werden aus Versehen die Bohnen bewässert mit der Katze als Kommentarfigur, was ich ganz lustig fand. Jede Katze würde da schreiend weglaufen, wenn dann diese... Das war sehr beeindruckend, wenn dann die Bohne aus dem Boden bricht, die Bohnenranke. Oh, die machen so viele Wortwitze in diesem Film. Immer nicht die Bohne und... ist mir so Kopf gestiegen und oh, Wortspiele überall und immer. Wie geht's weiter? Dann sag du auch nochmal was. Ich will das nicht alles allein machen. Ja, da die Prinzessin unbedingt Abenteuer haben will und ihr Vater das nicht erlaubt, ist sie natürlich weggegangen und ganz zufällig ins Haus unseres Helden gestolpert, das durch die Bohnenranke denn ins Reich der Riesen befördert wird und sie ist natürlich darin gefangen und natürlich muss denn jemand hinterher. Ja. Ja, genau. Und dann geht er mit den Soldaten hoch, die Bohnenranke hochgeklettert und dann vor allem das letzte Mal, dass man seinen Onkel sieht. Ja. Der kam auch nie wieder. Ich hätte wenigstens gern gewusst, ob der dann irgendwie noch was... Weißt du, was ich geil gefunden hätte? Da das ja eigentlich, da wo die Bohnenranke steht, das ist ja eigentlich so der Besitz des Onkels an dem Haus. Ich hätte es voll geil gefunden, wenn er das irgendwie selbst dann so als Attraktion dargeboten hat. Hey, wollt ihr ein Stück aus der Ranke mitnehmen? So, weil da baut sich echt so eine Art Jahrmarkt drumherum auf, fast wie so eine Touristenattraktion mit Ständen und Spielen. Und da dachte ich, das wäre voll geil, wenn man den Onkel sehen würde. Wie Stücke von der Berliner Mauer oder ich weiß auch nicht, in irgendeinem Film mit mehr Selbstironie. Obwohl, er hatte ja Selbstironie. Ich fand Ewan McGregor super. Der war so, man sieht ihm irgendwie an, dass er weiß, dass das irgendwie ein bescheuerter Film ist, so ein bisschen. Und der spielt seine Rolle zwar auf diese gesunde Weise ernst. Er ist einer der Leibwächter von der Prinzessin, so eine Art Ritter. Aber er hat Spaß, er macht das lustig und er ist sympathisch und gibt sich aber auch... man fiebert ihn mit Jack, ist der typische, ja, langweilige, persönlichkeitslose Held einfach, der dann als Identifikationsfigur dienen soll. Einfach so wie, naja, nicht so schlimm wie Bella, die dann überhaupt keine Persönlichkeit hat, sodass sich jedes Mädchen sich hineinversetzen kann. Aber das Einzige, was ich über Jack weiß, ist eigentlich nur, er ist nicht begeistert von Höhen. Ja. Es kommt aber auch nicht so richtig rüber. Nö, man sieht nie wirklich, wie er das dann mal besiegt in diesem Sinne. Also, dann macht er diese Schwingeinlage kurz vor Ende, aber mehr passiert dann auch nicht. Ja, dann kommen sie hoch, die Ranke hoch. Und dieses Verräterschwein, also Stanley Tucci ist auch großartig. Der ist so ähnlich in dem Film wie Michael Sheen in Twilight.
weil er auch herrlich überdreht spielt. Und dann reißt er die Krone an sich, weil diese Krone Macht über die Riesen hat, weil sie aus demselben Stein geschmiedet ist wie die Herzen der Riesen oder so. Das ist ein bisschen verwirrend. Ja, die haben doch ein Herz von den Riesen eingeschmolzen. Ach ja! Irgendwie in die Krone. Das habe ich schon wieder total vergessen. Stimmt, ja, das sieht man am Anfang mit dem Herz. Ja, richtig. Ja, genau. Und dann dann bauen sie natürlich ordentlich, spannend auf, wann endlich mal ein Riese auftaucht. Das finde ich, machen sie gut. Am Anfang dachte ich, dann sieht man die Paritze, die nur übrig sind, die kommen dann zu so einer Schafherde. Und ich dachte, ich habe wirklich zu easy mich rübergelehnt und so gesagt, machen die jetzt hier einen auf Odysseus? Das machen sie nicht, aber okay, dann kommen die Riesen und also einmal, ich liebe Geschichten mit Riesen, also mit irgendwas Großem. Deshalb war ich auch so ein Fan halt von dem Trollkapitel im Hobbit allgemein und wenn in irgendeinem Märchen was von Riesen war, dann habe ich sie mir nicht vorgestellt wie große Menschen, sondern habe ich sie mir wirklich so vorgestellt, dass sie eher hässlich sind. Halt eigentlich wie andere Wesen sind, zwar Menschen ähnlich, aber eben ganz anders. Und so sahen die eigentlich aus. Was mich zu dem Punkt bringt, wenn ich 10 gewesen wäre, der Film wäre rausgekommen, wenn ich irgendwann 10 war oder 11. Das ist so einer von diesen Filmen vom Feeling her, der irgendwie immer nachmittags läuft, irgendwie am Sonntag im Fernsehen. Hätte ich den richtig gut gefunden, weil der hat ganz viel von dem, was ich cool fand früher und was wir auch früher gespielt haben im Wald mit Freunden. Das hat wirklich dieses Feeling von Jungs, die in den Wald gehen mit Holzschwertern und sich was ausdenken, wenn sie immer eben mit den Riesen zusammen sind und alles. Das ist cool. Und das Zusammenspiel mit den Riesen und den Menschen funktioniert auch sehr, sehr gut. Die Riesen sind noch nicht mehr unbedingt State of the Art getrickst. Denn man sieht denen wirklich an, dass die in einem verschobenen Film sind, den sie aus irgendeinem Grund dann später nicht weiter bearbeitet haben. Also die sind mit Motion Capture auch erstellt worden, wie Gollum und die Trolle. Aber sieht halt nicht so gut aus. Es sieht nicht scheiße aus, es ist nur, man denkt nie wirklich, die Riesen sind da halt, weil es offensichtlich ist, dass sie computeranimiert sind. Bill Nighy ist der Oberriese mit diesem Mutantenkopf auf der Schulter. Wow, ja, was sollte das? Bill Nighy halt mit seiner Stimme, er ist halt dieser wirklich beeindruckende böse Riese, der dann da alle einschüchtert, und auf seiner Schulter wächst dann dieser Mutantenkopf raus. Das ist so ähnlich wie in Army of Darkness, wenn der zweite Bruce Campbell aus dem Original Bruce Campbell rausbricht. Da sieht man ja nur kurz den Kopf hier. Und die ganze Zeit Bill Nighy spricht, jetzt kosten wir den Geschmack der Rache, und auf seiner Schulter dieser Kopf. Ja! Das geben ihm so einen Behindertenkopf, also kann man so sagen. Also so einen Missgeburtenkopf eben. Ja. Wird auch eigentlich ein bisschen aus wie Gollum. Oh. Was hast du noch? Ich raff's nicht. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ich fand es, also mittendrin, als sie gerade wieder runterkamen oder auch kurz davor, da dachte ich, hä, ist der Film schon vorbei? Das kann doch nicht alles sein. Ja. Das sieht so nach Ende aus. Ja, ja, wenn dann der Riese oben steht und die Ranke kippt um. Ja. Ja, ja. Und dann aber, ich meine, die teasern das doch ziemlich früh, dass da der Beutel hinfliegt. Und ja, schon, aber es war so eine, ja, jetzt ist eigentlich nur noch Nachgeplänkel-Stimmung für mich. Ja, da hast du eigentlich recht. Das 3D war jetzt nicht so der Renner. Die machen zwar einiges so in der Richtung, aber ist nicht wirklich groß im Fokus oder ragt groß raus. Gegen Schluss machen sie ein paar schöne Sachen mit den Bohnen. Das sieht dann toll aus, wenn die Bohnen fliegen.